rein. So, jetzt komm her erst. Jo, du warst schon wieder Sport. Oh, ich komm her schon. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, jo. Ich bin die Frau Dr. Vogel und Sie sind das Ehepaar? Ja, also, ich bin der Bernhard Bauer und das ist halt meine Frau, die Gelinde Bauer. Das hätte ich selber auch sagen können erst. Ja, dann sag's halt, redest du sonst einmal so viel. So, und Sie haben heute einen Termin bei mir für eine Scheidungsberatung? Nein, wir würden schon gern vorher noch so eine Eheberatung machen. Ja. Ja. Ach, das freut mich aber, dass Sie da so optimistisch noch rangehen. Wo sitzt denn Ihr Problem? Da? Na, ich hab gemeint, wie sehen denn Ihre Probleme aus? Ja, also, ein Problem ist das, sie hat früher viel besser ausgeschaut. Kaum zu glauben. Wie bitte? Ihr habt gemeint, gab es schon früher jemanden in Ihrer Familie mit Halluzinationen? Entschuldigen Sie, was bitte? Wahnvorstellungen. Ja, seine Mutter hat geglaubt, sie kann gut kochen. Aber das Einzige, was sie zusammengebracht hat, war ein heißer Luftzug und eine Schafsbrennsuppen. Also, jetzt lass doch einmal meine Mama in Ruhe erst. Sie streiten häufig, oder? Nein. Wir reden ja nicht einmal miteinander. Ja, das ist in einer Ehe auch hier und da besser so. Aber dafür gibt es ein paar Übungen zur Verbesserung der Gesprächsfitness. Übung 1. Herr Bauer. Ja? Reden's mit Ihrer Frau. Reden? Über was? Das muss ja jetzt nichts Großartiges Geistreiches sein. Ja, das ist die leichteste Übung. Wie wäre es, wenn Sie Ihrer Frau ein Kompliment machen? Ein Kompliment? Genau. Ihrer. Ja. Na gut, also du hast eine sehr schöne, das Sofa, auf dem du sitzt, also, das ist wunderschön. Um Gottes Willen, Herr Bauer. Ja, was denn? Dann sagen Sie halt, was Ihnen an Ihrer Frau besonders gefällt. Also, die Sachen, die was mir früher bei meiner Frau so gut gefallen haben, die sind jetzt an Stellen, wo sie früher gar nicht waren. Also, jetzt reißt ja mal ein bisschen zusammen. Herr Bauer, dann stellen Sie ihn halt eine Frage. Irgendeine. Eine Frage. Hast du schon meine Braunschweiger von Markowitz geholt? Herr Bauer, da haben Sie mich jetzt völlig missverstanden. Ja, sehen Sie, mich versteht er auch nicht. In einer Partnerschaft ist es wichtig, seine Bedürfnisse offen anzusprechen. Ja, und ich habe das Bedürfnis nach meiner Braunschweiger gehabt. Und das habe ich jetzt wirklich offen und ehrlich gefragt, nicht. Also, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Zum Kruzifix noch einmal! Ja, man muss ja nicht immer reden. Geheimnisse beleben die Partnerschaft. Was? Geheimnisse? Ja, lass uns da Ihrer Kreativität ein bisschen einen Raum. Sie meint, du sollst beim Pinkeln die Tür zumachen. Ja, das war halt ja schon einmal ein Anfang. Soll ich jetzt schon im Geheimen pinkeln, oder was? Ist ja wahr. Seit Jahren hole ich mir die Pritschlerei schon an. Das ist doch... Ja, und von den Nebengeräuschen ganz zu schweigen. Sie, Frau Doktor, wenn der in der Früh über die Stirn runtergeht, schasselt der La Paloma. So schaut's aus. Sie wissen ja gar nicht, was ich mitmache. Ja, man muss jetzt nicht jedes Detail da breit treten. Doch, freilich.
Gerade in die Details muss man reingehen. Das sind ja die Details, die einen wahnsinnig machen. Ja, wenn ich dann irgendwann einmal sehe, wenn er gerade so schläft, dann bock ich ihn, dann drück ich ihm den Polster auf und hau drauf. Ja. Ja. Wie schaut's denn aus? Haben Sie gemeinsame Hobbys, gemeinsame Freunde? Unternehmen Sie irgendwas gemeinsam? Ja, also ich gehe jeden Freitag mit dem Römer zur Witte. Herr Bauer, ich habe aber gemeint mit Ihrer Frau. Ja, Sie brauchen noch mitgehen mit dem Römer und mit mir. Ja, freilich, dann schau ich euch zwei Deppen beim Saufen zu. Sonst noch was. Ach, Sie zeigen also auch kein ausgesprochenes Interesse. Kennen Sie den Römer? Wie? Ob Sie den Römer kennen? Nein. Ja, sehen's. Weil dann würde es nämlich auch kein ausgesprochenes Interesse daran sagen. Was? Die kennen ihn auch. Ach so. Na gut. Na. Aber in einer Ehe ist es wichtig, seine Probleme gemeinsam zu lösen. Ja, aber ohne Ehe hätte die Probleme nicht. Donner. Ja, Herr Bauer, da haben Sie schon recht. Aber Ehe hat ja seine schönen Seiten. Holen Sie mal die alten Fotos wieder zur Hand und lassen Sie die Romantik neu aufleben. Um Gottes Willen, Frau Doktor. Also bei den alten Fotos kommt bei mir aber keine Romantik auf. Was? Wissen Sie, wie der früher ausgeschaut hat? Der war ja noch gewampert, aber jetzt erst. Gegen den war der Otfried Fischer ja ein Magermilchkrippel. Ja, der hat ja ausgeschaut wie ein Jauchenfasel. Wirklich wahr. Was? Und ganz ehrlich, gestunken hat auch wie ein Jauchenfasel. Was heißt gestunken? Gemeichelt hat er. Wie ein 100 Jahre alter Socken von Juppi heißt das. Weil der hat sich ja praktisch nie gewaschen, bevor er mich kennengelernt hat. Also ich hab mich immer gewaschen, gell? Jeden Tag hab ich mich gewaschen. Fast jeden Tag. Ja. Und sie, die Frisur, die der gehabt hat. Wissen Sie, also hintergeschleckte Herrendauerwellen mit blonden Strähnen. Blonde Strähnen! Der hat ja ausgeschaut wie ein schwuler Dressurreiter. Oh, Sie, Frau Doktor, wissen Sie, so ein Schnauzer hat er gehabt, gell? So ein Rotzbremser, wo die halberten Essensreste immer drin hängen bleiben. Was heißt Essensreste? Hol mal den Händel, sind sie in der Pappen gehackt. Glaub's mir, Karli hat ihn haben wollen, aber ich hab ihn gleich gekriegt. Ja. Aus! Das ist schön, gell, sich über einen anderen lustig machen, gell? Ja, aber du hast aber. Was hab ich? Nix. Ja, da sind wir ja schon beim nächsten Thema. Die Attraktivität. Das ist ganz normal in einer langjährigen Ehe, dass das mit der Zeit ein bisschen nachlässt, beziehungsweise sich komplett verliert. Sie zwar haben sicher Probleme mit ihrem Liebesleben. Wir? No. Oh, überhaupt no. nicht. No. Also, vollziehen Sie den Liebesakt noch? Ja. Sie meinen, ob ihr Bubu machen? Bubu? Ja, Sie wissen schon, Bubu. Die Salami in den Tür soll schmeißen. Ja. Genau. Ja. Oder ein Skifall versenken, nicht? Ja. Oder das Laugenstangerl eintauchen, gell? Eintauchen. Oder vorwärts einparken. Und rückwärts einparken. Ja, genau. Auf alle Fälle so irgendwie. Ja. Bubu,
Und es funktioniert bei Ihnen? Ja, freilich. Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Mehrmals. Alle 4 Stunden. Ja. Weil sonst reißt mein Berliger. Ja, genau. Rums. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Sie haben keine gemeinsamen Hobbys, keine gemeinsamen Freunde. Sie unternehmen nichts gemeinsam. Wie? Ja, deswegen haben wir ja so viel Zeit, gell? Genau. Zeit. Apropos Zeit. Es wird schon wieder bald einmal Zeit. Ah, wirklich? Ja. Ja, Sie, Frau Doktor, es tut uns jetzt aber wirklich leid, dass wir Sie so lange aufgehalten haben mit unseren Eheproblemen. Aber wissen Sie, wir müssen mal im Rhythmus bleiben, ja, gell? Genau. Ja. Und ja. Und wenn wir was brauchen, dann rufen wir sie an. Bitte nicht. Genau. So, du Berli. Ja, du, weißt du, was der Mausi heute für uns wieder hergerichtet hat? Ja, was denn? Ich sag nur Schlagsahne. Ja, super! Beifall an! Ja, unsere Paartherapie. Die Petra Trebesberger, zurückgekehrte. Die Jasmin Schmidt und unser Werner Kugler. Dankeschön.